Meine Freunde, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Bayern. Die ersten 60 Jahre sind vergangen. Wir haben aus dem kleinen Nichts namens München eine relativ beträchtliche Macht gebaut und sind in der Zwischenzeit auch bereits auf Platz, wir sind gedanklich in den Top 10 und wir gucken mal, wie es weitergeht. Jedenfalls großes Dankeschön für die große Anteilnahme in der ersten Folge. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne liken, bewerten und natürlich auch den Kanal abonnieren. Für mehr interessanten Content. Nicht nur Europa Universalis 4, natürlich auch andere Spiele wie Crusader Kings, Victoria oder Hearts of Iron 4. Und ja, ich habe schon wieder absolut keine Ahnung, was wir überhaupt hier machen wollten heute. Ich habe keine aggressive Expansion. Jeder mag mich. Das ist relativ ungewöhnlich eigentlich. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wir könnten eigentlich Krieg führen. Gegen Brandenburg zum Beispiel. Da könnten wir uns direkt nach Norden vorarbeiten. Ich habe mit denen eine Waffenruhe. Da würde Österreich helfen, weil Ulm ist leider eine Reichsstadt. Also wie Memmingen und Bregenz. Bregenz ist aber keine Reichsstadt. Da habe ich aber aktuell auch kein Kriegsziel. Die haben aber schöne viele Verbündete mit Württemberg. Oh, da können wir. Es wäre ein großer Krieger, würden direkt viele Feinde beiseite schaffen. Hat ja auch schon vor sich gerade, wir haben sogar Spion schon da. Könnten übrigens auch schon unser erstes goldenes Zeitalter beginnen. Aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf, glaube ich. Dummerweise haben sie meinen Spion erwischt. Was nicht unbedingt der hellste Zwerg. Oh. Böhmen ist Untertan von Österreich. Wann ist denn das passiert? Ach, das war eine PU, ne? Ja, Tatsache. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich quasi nach Süden und nach Osten keine Expansionsmöglichkeiten. Nach Westen und Norden gibt es eigentlich nur Reichsstädte. Oder halt Brandenburg. Also Brandenburg scheint aktuell mein einziges Tor zu sein, um hier ein bisschen auszubrechen. Ja, unser Thronherrscher, unser Thronherrscher. Unser Herrscher ist gestorben. Jetzt herrscht die hier. Ach, Glück hat man ja schon einen Erben. Ansonsten wären wir jetzt hier am Ende der Geschichte angekommen. Komischerweise kann die Regentin auch nicht selber, auch nicht selber die Armeen anführen. Schon ein bisschen diskriminierend, dass hier keine Frau kämpfen kann. Die Polen sind im Krieg mit den Osmanen. Das Ding ist, die wollten Condottieri anheuern. Ich habe das dummerweise weggeklickt. Ich hätte es gemacht, tatsächlich. Es wäre nämlich für Europa grundsätzlich von positivem Interesse gewesen, würden wir die Osmanen klein halten. So entwickeln die sich natürlich zu einer unangenehmen Supermacht, mit der wir bald klarkommen müssen. Und das Zeitalter der Reformation ist eingetreten. Das bedeutet natürlich religiöse Konflikte plus natürlich der Glaubenskrieg, in dem wir mit reingezogen werden. Wird interessant. Die Hanse bettelt um unsere Unterstützung. Der Zerfall des Hansebundes. Jetzt ist natürlich die Frage, ignorieren wir das Ganze? Beziehen wir die Reichsstädte ein, um zu helfen? Oder erklären wir ein Handelsembargo gegen Dänemark? Ich würde sagen, wir beziehen die Reichsstädte mit ein. Sollt ihr auch mal was machen für ihr Geld? Integriere übrigens gerade Bayreuth. Das wird natürlich wieder keiner Sau gefallen, aber ich kann es auch nicht jedem recht machen, leider. Wir müssen auch ein bisschen an uns denken. Wir möchten ja am Ende des Tages die Supermacht im HRR werden. Und apropos Supermacht, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Nation ihr als nächstes gerne mal sehen möchtet. Ich hatte an irgendeine der indischen Nationen hier drüben gedacht. Da gibt es die wahrscheinlich schwersten Nationen des Spiels sogar, die man da spielen kann. Hätte das als nächstes EU4-Projekt so ein paar Monaten auserkoren. Aber ihr dürft natürlich trotzdem auch gerne reinschreiben, wenn ihr noch eigene Ideen haben solltet. Und Ideen habe ich hier auch gerade. Digga, das Bündnis ist aber größer geworden, Mann. War schon immer so groß? Das ist mir zu groß. Warum tut ihr mir das an? Und es wurden tatsächlich die Reichsstädte mit einbezogen in das Ganze. Und Braunschweig möchte ein Bündnis mit uns. Das ist die Frage. Braunschweig ist an sich uninteressant und zu schwach. So, aber das Ding ist ausgelaufen und wir können jetzt quasi dann Brandenburg den Krieg erklären. Württemberg und Nürnberg treten uns bei, sind damit eigentlich deutlich überlegen. Plus Goslar, das ist da oben, die Pfalz hat hier noch ihre Gebiete, das ist auch für uns irrelevant. Für uns sind diese Gebiete hier von Interesse und die werden wir uns auch best case komplett holen. Oder auch nicht, weil, weil Nürnberg sich Fulda holen will, okay. Kurz gucken, wie das ausschaut, gegen so eine brandenburgische Armee zu kämpfen. Wir haben keinen Malus. Die sind ja hier quasi die Belagerer gewesen. Wir haben deutlich bessere Moral und wir haben gleich hohe Disziplin. Das ist relativ interessant, aber das führt zu einem deutlichen Sieg. Das ist sehr gut. Polen-Litauen hatte auch schon mal bessere Zeiten gesehen, glaube ich.
hat sich Württemberg zwei Brücken gesnackt, weil die als erstes in der Belagerung waren. Ey, ich könnte schon da gerade kotzen, echt. Ich wollte die eigentlich zu unserem Vasallen machen. Jetzt kann ich mir das Vasallisieren wieder in die Haare schmieren. Muss ich quasi diesen Billow-Frieden annehmen und meine Ambitionen da, die... Ich hätte sie nicht als Verbündete rufen sollen. Ärgerlich. Die Württemberger, die gehen mir nur noch auf die Nerven in der Zwischenzeit. Könnte auch bauen die ganze Zeit, aber das nächstbeste, was wir bauen könnten, wäre eine Manufaktur. Ansonsten, der Rest bringt uns einfach finanziell nicht wirklich was. Ah. Rotenburg hat Brandenburg den Krieg erklärt. Sehr interessant von Rotenburg an der Stelle. Ich meine, ja. Was wollen die denn da noch erobern aktuell? Wir haben erstmal militärisch die nächste Stufe erreicht. Jetzt fehlt es nur noch die Diplo. Und das pushen wir jetzt mal kurz ein bisschen, dass wir da nicht zu sehr ins Hintertreffen gelangen. Vor allem muss man überlegen, dass wir ja auch noch unsere Ideengruppe, die diplomatischen Ideen, fokussieren müssen. Wir werden jetzt hier dann mal auf die Condotta-Infanterie umstellen. Mit der nächsten Stufe natürlich dann auch die besseren Einheiten. Schauen wir mal, was Brandenburg uns bietet. Natürlich diese Gebiete für mich. Gibt uns ein bisschen aggressive Expansion, hält sich aber in Rahmen. Natürlich Gold, Kriegsreparationen, Handelseinfluss hätte ich gerne noch. Und dann sind wir hier fertig. Und, boah, schaut fast aus wie Bayern, ne? Haben quasi noch Nürnberg und Regensburg als unabhängige Städte hier drin. Das hier passt jetzt natürlich auch nicht ganz rein, aber ansonsten könnte es schon Bayern sein. Ah, Österreich will Passau und Butte, die werden das Bündnis auflösen. Das werde ich auch nicht vermeiden können in der Situation. Wenn ich jetzt ein bisschen Grips in der Birne hätte, würde ich vielleicht gucken, dass wir uns irgendwie einen neuen Bündnispartner suchen, der stark genug wäre, uns gegen Österreich zu verteidigen. Genau, da gab es den Bündnisbruch von Österreich. Die werden uns jetzt früher oder später angreifen wollen. Österreich, diese Clowns, Alter, nee. Die Geschichtsschreiber Bayerns. Johannes Aventinus war der Lehrmeister der Söhne Alberts des Weisen und verfasste eine lateinische Grammatik sowie andere Lehrwerke für seine Schüler. Aha, er wurde 1517 zum Geschichtsschreiber Bayerns ernannt. Und dann? Dann schreibe für uns, mein Freund. Auch sehr interessant das Ganze hier eigentlich, ne? Der Krieg gegen Sachsen und Weimar würde uns dann außerdem noch mit Braunschweig, Magdeburg, Rotenburg und Regensburg reinbringen. Haben an sich 34.000 Mann, haben wir aber auch. Unterschied ist, sie könnten eigentlich rein theoretisch Regensburg komplett mit einem Schlag ausschalten und auch Thüringen starke Verluste zufügen. Plus unsere Reserven sind auch groß. Aber wir haben noch Waffenstillstand mit denen. Bis 1518 haben wir so 3 Jahre Zeit jetzt eigentlich für den harten Schlag. Also Österreich ist on fire, jetzt haben sie Sachsen den Krieg erklärt. Das ist tatsächlich mein Weckruf jetzt eigentlich, weil ich habe jetzt gerade gar keine andere Wahl. Ja, das ist jetzt perfekt. Das ist jetzt natürlich mein Ruf zum Krieg gewesen. Ich wäre dumm gewesen, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Also das war jetzt eine Einladung eigentlich für mich zum Krieg führen an der Stelle. Denn Thüringen, nicht Weimar natürlich, sind jetzt alleine. Sachsen ist weggebrochen und die Schweiz ist mir relativ latte eigentlich. So, der Bube führt jetzt uns... Oh, ist das für ein Thronfolger? Kann der nicht vielleicht vorher abstanden? Also, ich würde ihn sofort abdanken lassen. Wäre mir so wurscht. Der Junge ist so gut, der danach kommt. So, die sind komplett weg. Jetzt müssen wir uns um die Schweizer kümmern, weil die haben es echt leider gewagt, sich hier in unsere Gebiete reinzubewegen. Werden sie jetzt wahrscheinlich auch hier gleich dann München selber holen? Nee, nicht ganz. Gerade noch rechtzeitig eingetroffen mit unserem Mann. Oh, mit nur 3000 Verlust. Alter, wir haben 3000 Mann verloren. Die haben fast 10... Die haben 10.000 Mann verloren. Alter. Alter, Schweiz, was macht ihr denn da für Sachen, ey? Also fast tun sie mir ein bisschen leid, die Schweizer. Wir machen die nicht immer so hart kalt. Das hingegen hier oben ist ein bisschen problematisch, weil wir hier alle 5 Sekunden neue Aufstände bekommen. Das heißt, wir müssen den Krieg gegen die Schweiz jetzt schnellstmöglich beenden. Kriegen wir nochmal 300 Gold mit dazu bekommen. So, Stufe 5, unsere Regierungsform. Jetzt ist natürlich die Frage, was willst du hier haben? Kostenlose Richtlinien und Loyalität sind immer gut an sich. Aber billigere Berater sind auch was Nices. Ich überlege, wir werden jetzt aber wahrscheinlich die kostenlose Richtlinie nehmen, die uns langfristig einfach mehr Punkte bringt, als das bisschen Gold, was wir da sparen könnten, was irgendwann eh irrelevant wird. So, jetzt haben wir Frieden auf der einen Seite, aber Krieg auf der anderen. Österreich hat uns den Krieg erklärt. Ja, gut. Sieht jetzt natürlich nicht so toll aus für uns an der Stelle. Es geht um Passau. Das könnte in dem Fall jetzt dann ein Krieg werden, der für uns sehr schmerzhaft wird, wenn wir den verlieren. Ja, ich frage euch mal, was soll ich dagegen machen gegen 73.000 Mann? Keine Ahnung.
denke mal, das endet einfach in einer harten Niederlage für uns. Was wir dann wahrscheinlich einfach akzeptieren müssen oder so. I don't know. Aber einfach so nehme ich das jetzt auch nicht hin. Nehmen wir es einfach mal ein paar. Nehmen einfach mal ein paar Truppen ausheben. So. Ich meine, die gehen in die Insolvenz, ist mir scheißegal. Ich gehe in die Insolvenz, bevor ich jetzt hier einfach kampflos aufgebe. Okay, die Franzosen und die Osmanen halten Händchen. Ja gut, die Franzosen lieben mich sowieso, aber die. Okay. Das ist jetzt auch sehr interessant eigentlich. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Für mich wahrscheinlich auch nicht wirklich viel besser. Auf alle Fälle ist immer die Armee von Flandern hier abgezogen. Oder Flanders oder was auch immer. Die flattern. Nicht mehr. Die sind weg. Jetzt gucken wir mal schnell dort drüben hin. Die kleinen Armeen zuerst ausschalten ist meistens der beste Weg. Alter, was? Digga, was haben die für Moral, Mann? Übertreibt halt. Die haben halt hier zusammen 80.000, 90.000 Mann. Das kannst du nicht verteidigen, leider. Oder ihr geht einfach. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann habe ich wenigstens kurz meine Ruhe, während ich in die Privatinsolvenz schlitter. Da, ah, diese Gauner, Alter, wie sie drauf gewartet haben, dass ich einen Millimeter mich wegbewege. Ah. Ja, und natürlich kommen sie sofort mit der gesamten Armee. Ja. Ja. Ey, da könnte ich mich aufregen, wenn ich das wieder sehe, wie sie gleich mit 100.000... Ja, ja. Diese dreckigen Gauner. Also, Nürnberg und Rotenburg haben uns jetzt auch noch den Krieg erklärt. Ich finde ja persönlich, man kann es auch übertreiben. So ein kleines bisschen. Haben jetzt Frieden geschlossen. Ich habe Salzburg, Innerviertel und Budweis verloren. Das ist noch tragbar. Jetzt haben wir halt auch einen Krieg mit diesen anderen ganzen Ratten. Wir haben übrigens meine komplette Armee gewiped. Muss ich leider dazu sagen. Ich höre euch jetzt mal ein paar Söldner an. Und dann schauen wir weiter. Was ist das für eine Mission, die ich abschließen kann? Kaiserliche Ambitionen. Zwei Kurfürsten stimmen für Bayern als Kaiser. Okay. Auch interessant eigentlich. Nur Herr Böhmen stimmt für mich? Hä? Ich will ja nichts sagen. Okay, ich finde es gut, dass Böhmen... Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nee, ich habe keinen Plan. Nee. So, jetzt haben sie mir leider ein bisschen Zeit gegeben, mich zu regenerieren. Das ist dumm gewesen, denn ich glaube, dass unsere Armee stark genug sein sollte, das mit den ganzen Verbrechern aufzunehmen. Schlacht 1 gewonnen, auch wenn es nur Söldner sind. Auch Söldner können wehtun. Und auch Schlacht 2 ist erfolgreich gewesen. Und jetzt, jetzt beginnt das Jagen feindlicher Einheiten. Brandenburg hat übrigens genau das gleiche Problem wie ich gerade. Die bekommen jetzt gerade von allen den Krieg erklärt. Ne? Hier oben Mecklenburg, Lausitz, Braunschweig, Verden, Bremen. Jeder erklärt jetzt auf einmal Brandenburg den Krieg, weil die haben keine Soldaten mehr. Hast du keine Soldaten? Beißt du in den harten Garten. So oder so ähnlich. Also Rotenburg, ey, das war hier eine... Alter, eine harte Schlacht. Relativ gleich hohe Verluste. Wir haben ein bisschen mehr verloren, 5000 Mann zu 4,5. Was Anhalt? Warum will denn Anhalt auf einmal... Nee, geht weg. Die Geburt des neuen Säuglings des Hauses, der von Wittelsbach, belebt das Volk von Bayern wieder, verliert zwei Kriegsmüdigkeit. Ich wusste gar nicht, dass mein Volk schon gestorben ist, aber schön, schön. Meines Wissens nach lebe ich noch, ihr Gauner. Die sich alle freuen, dass ich tot bin. Nein, ich lebe noch. Wir sind noch nicht tot. Wir sind noch nicht geschlagen. Wir werden jetzt auf alle Fälle erstmal militärisch was investieren müssen, dass wir nicht nochmal so hart auf die Schnauze bekommen. Und dann nehmen wir auf alle Fälle die Qualitätsideen dieses Mal. Wir brauchen unbedingt Geld. Mann, ich habe so viel Schulden und Insolvenzen. Nürnberg hat kapituliert, das ist aber... Wollen wir erst Bregenz noch haben. Und übrigens, sie können mich hart am Arsch. Ich werde die so hart schlucken. Da jetzt hat. Ich werde in Nürnberg und Bregenz schlucken, weil ich einfach das Problem habe, dass ich ein bisschen viel Gebiete verloren habe. An die Österreicher. Die muss ich mir wiederholen. Und wir haben die Franken erobert. 20 Prestige. Für 20 Jahre 30% Beziehung verbessern und Prestige. Das ist super. Nehmen wir gerne mit. Außerdem gibt es uns dauerhafte Ansprüche auf Unter- und Oberfranken. Nächste Ziel wären die Schwaben. Jetzt haben die Hessen zum Kaiser. Hätten die mich mal zum Kaiser gewählt, Alter. Hätte das alle besser gehabt. Scheiße, zu viel Krieg geführt. Aber die Österreicher haben es doch nicht bereut, dass sie mich angegriffen haben. Also sie haben ein bisschen Gebiet erobert und so, aber das ist halt sehr schlecht, weil, naja, die Osmanen, ja, das ist halt schlecht, was jetzt gerade passiert. Das ist nicht gut. Naja, das Ding ist auch durch. Rothenburg und Regensburg dürften unsere aggressive Expansion jetzt auch wirklich ans Limit. Das geht aber eigentlich. Sehe ich positiv. Aber jetzt haben wir eigentlich Bayern. Ja, das ist Bayern. Fast. Kann man eigentlich wirklich so sagen. Besser kriege ich es hier nicht hin. Heute.
Warte, wir jetzt erstmal die ganzen Söldner rausschmeißen. Oh, Rebellen auch ohne Ende. Oh. Erstmal die Söldner raus und dafür dann reguläre Truppen irgendwie rekrutieren. Hey, der große Bauernkrieg. Aufstände ohne Ende. Ich freue mich schon so sehr. Wer hat jetzt den Krieg? Oh, Frankreich hat den Krieg gegen Österreich verloren. Diese Trottel. Ja, ich bin zu schwach. Aber ich stärker wäre, könnte man wirklich das Bündnis mit Frankreich angehen. Aggressive Expansion verfällt um 5 im Jahr. Das ist krass. Wir können also quasi innerhalb kürzester Zeit sogar bald wieder Krieg führen. Ist eine Frage, wer würde sich anbieten? Klar, Sachsen natürlich, die immer. Mal wieder ein paar Spionagenetzwerke aufbauen im einen oder anderen Gebiet. Da wird immer noch so, dass uns die Österreicher so kalt gemacht haben. Muss ich schon sagen. Also da bin ich immer noch ein bisschen traurig. Und Württemberg brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil das sind eh die allergrößten kleinen Hunde. Wir haben leider noch einen verweigerter Hilferuf. Wir haben leider noch eine Staatsehe, aber sobald die ausgelaufen ist, haue ich euch so auf die Schnauze, ne? Also Kriegsziele haben wir jetzt genug. Hier würde Frankfurt und die Schweiz eingreifen. Excuse me? Frankfurt und die Schweiz. Frankfurt wäre erstmal relativ wurscht. Die Schweiz, ja, die sind halt doch ein bisschen nervig. Wir holen uns erstmal schnell den Rest von Brandenburg, was da noch übrig ist. Zum Glück haben wir noch eine Waffenruhe mit denen. Bis 1530, also noch 2 Jahre. Goslar möchte natürlich Frieden haben. Das nehme ich an. Mit denen habe ich kein Problem. Staatssee mit Württemberg ist übrigens ausgelaufen. Es ist sehr schlecht für Württemberg, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das wissen die aber auch. Wir könnten die zu Vasallen machen. Fänden nicht alle Länder so cool, aber das lohnt sich gar nicht. Die sind einfach zu schwach. Die sind zu schwach. Wir nehmen uns wirklich nur Fulda, bisschen Geld, Kriegsreparationen und dann tschüss. Die werden jetzt da oben wahrscheinlich eh zusammengewischt. So, Österreich Rivale 1 und Hessen Rivale 2. Hessen ist sowieso gut, weil Hessen ist Kaiser. Ah, da war was. Ah. Ne, so gut ist das gar nicht mit Hessen. Nehmen alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Hey, Württemberg hat gar keine Freunde. Cool. Cool, das ist sehr, 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 sehr schlecht für Württemberg. Man sollte immer irgendwo einen Freund auf Lager haben. Ansonsten hört man sehr schnell auf zu existieren. Vor allem, wenn man größenwahnsinnige Nachbarn hat wie mich. Übrigens Österreich und es ist voll krass, ne? Sobald Österreich nicht mehr Kaiser ist, sind die einfach nur noch Trash, ne? Auf der anderen Seite natürlich, schaut euch mal Hessen an. 65k Reserve, 20k, normalerweise haben die ein Zehntel davon. Auch relativ schnell der Krieg. Alles erobert. Wie gesagt, das Schöne ist, dass wir... Ja, okay, jetzt müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Wobei, 22 bloß. Ich finde es total faszinierend. Das juckt einfach keinen, obwohl ich die ganze Zeit Gebiete erober. Wir haben immer noch einen Verfall von 4,8, weil wir einfach so einen hohen aggressiven Expansionsverlust haben. Das uns mal kurz anschauen. Wir haben hier 143% Beziehung verbessern durch unser Prestige, durch kaiserliche Anmut, durch bayerische Ambitionen, durch gütige Diplomaten und Ignaz von Starnberg. Ne? 143, also 150 hätten wir sogar. Oh, das ist richtig stark. Und warum sterben denn meine Herrscher den ganzen Tag? Oh, aber jetzt herrscht er. Oh, geil. Oh, yeah, yeah, yeah. Geil. Oh, ich hoffe, er möge er ewig regieren, der Mann. Der ist richtig gut. 654. Herzog Albrecht, der 6. von Wittelsbach. Ich hoffe, dass er ewig lebt, wirklich. Wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Und wir holen uns gleich wieder Einstabilität vom Papst dieses Mal. Mailand möchte ein Bündnis. Grundsätzlich nicht so falsch, eigentlich mal wieder ein neues Bündnis einzugehen. Wir haben aktuell wirklich keine einzige Beziehung. Keiner mag mich. Das ist schon ein bisschen traurig. Mal gucken, ob unser Herrscher auch ein genauso guter General ist. Naja, es geht. Dafür. Also nee, das ist es nicht wert, dass ich ihn da in den Kampf schicken würde. Das Gute ist, am Ende bekommen wir 5% Disziplin. Und Disziplin ist eigentlich einer der wichtigsten Werte überhaupt im Spiel. Was das Militär angeht natürlich. Truppenlimit liegt jetzt bei 42. Aber wir haben halt einfach... gewissen Mangel in der Rekrutenreserve leider. Meine Güte, gehen die mir auf den Sack, diese nervigen Rebellen. Was soll ich mit dem Religionskrieg? Ganz andere Frage. Oder kommt der später? Ach, gewinnt der Religion... Nee, eigentlich müsste der jetzt hier irgendwo kommen, aber... mal schauen. Ich bin auch ein bisschen selber schöner an den ganzen Rebellen. Ich habe die Autonomie überall verringert. Kleiner Nebeneffekt, wir haben wieder ein deutlich besseres Einkommen, sagt er, während er hier bei nur bleibt plus 6 stand, plus 8. Liegt aber daran, dass wir jetzt gerade noch ein paar Leute verloren haben. Plus 9. Plus 10. Plus 11. Ne, ist nicht ganz so doll. 11,5. Aber besser als nichts. Ja, wenn man seine ganze politische Macht oder die ganzen Punkte mal ausgibt, haben wir gleich wieder plus 2,5 extra. Und natürlich auch
militärisch 49 in der Zwischenzeit. Ah, Österreich hat den Papst überredet zu einem Kreuzzug gegen die Osmanen. Und wer führt den Kreuzzug an? Moskau oder was? Nee, unwahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von dieser Kreuzzugsmechanik, in was es macht und was es tut und keine Ahnung, aber der Papst wird schon wissen, was er treibt. Ganz sicher. Nehmt die Gegenreformation an? Nein, Bayern ist katholisch. War es schon immer, wird es immer bleiben. Daran werden auch wir uns heute halten. Wir gehen in dem Fall den Weg des, das Konzil von Trient, harsche Maßnahmen unterstützen, hätte ich mal gesagt. Wir sind harte Hunde, ne? Oder harsche Hunde. Entschuldigung. Ich fand ihn ja jetzt nicht so schlecht. Oh, das Ding gegen die Bauern, da ist endlich der eine Konflikt, um sie alle zu knechten. Wir werden die Zerschlagung der Aufständischen hier wählen. Ich möchte, dass die Bauern sterben oder das machen, was ich ihnen sage. Hey, hier los, gibt es ja einen größeren Krieg, unter anderem auch mit Spanien und Neapel, aber echt, das ist total Latte, was die da treiben, das ist nicht mein Bier. Ja, der große Bauernkrieg ist vorbei, endlich. Hoffen wir, dass sich die ganzen Rebellen jetzt auch verdünnelisieren. So, ich versuche jetzt übrigens gerade Kaiser zu werden, irgendwie. Gucken, ob wir das schaffen. So, Pfalz, Köln und Mainz stimmen für mich. 2-3 Stimmen für Österreich. Jetzt bin ich nur leider... eins können wir noch haben. Machen wir die noch zu unseren Verbündeten. Gucken, dass auch hier die Beziehung nochmal verbessern. Irgendwie müssen... kriegen wir schon irgendwie hin. Beim Putt weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht, wie es hier ausgeht in der ganzen Geschichte. ich habe keine Diplomaten. Wer mag mich denn ganz doll? Die Pfalz. Okay, da mache ich hier nichts mehr. Köln, komm auch mal kurz. Dann kann ich kurz mit Sachsen noch eine Staatsehre reinschmeißen. Und sorgen dafür, dass die uns auch wirklich idealerweise zu 90% unterstützen. Und haben die 6. Form der Regierung. Eieiei. Unruhe global minus 1 ist natürlich ganz nice. Können wir aber gar nicht machen. Ich glaube, Generalstände klingt am besten. Verbessert den Reformfortschritt. Und Loyalitätsgleichgewicht nochmal plus 10%. Ja, wir sind halt jemand, der auch sehr viel seinen Ständen an Macht abgibt. Und das ist jetzt halt so. Und das wird auch nur noch besser. Das Gleichgewicht ist jetzt aktuell bei 55,4%. Ist das schon das Ding mit drauf jetzt? Die 10%? Ja. 55,4%, 74,7% und 51,4%. Sehr gut. Und damit sind wir bei den Qualitätsideen durch. Das gibt uns 5% Disziplin, Kampfstärke, Artillerie und sind wir beim General auch schon durch? Jawohl. 0,5 Armee-Tradition im Jahr. Plus jetzt Entwicklungskosten minus 10% nochmal. Und wir können auch Disziplin, nochmal Disziplin plus 5, echt, oder? Aha. Und das machen wir auch gleich mit rein, wenn wir schon mal dabei sind. Und hier können wir noch eine kostenlose machen später, aber da habe ich aktuell nichts mehr. Und deswegen erstmal egal. Haben wir jetzt plus 10% Armeedisziplin mit einem Schlag bekommen. Das ist natürlich sehr nice für uns. Da soll ruhig jemand kommen und sich gegen uns auflehnen. Dem werde ich mal eben die Zähne heraushebeln. Will der Alte nicht mal abnippeln hier von Hessen? Will nicht mal eben ins Zeitliche beißen, weil der ist eh schon ziemlich alt. Der ist schon 50 in der Zwischenzeit. Digga, 50, das ist uralt für die Zeit, ne? Schau es nicht mit denen aus. Was? Integration. Ah, nee. Nee. Ach du Schande, das ist nicht gut. Das würde Österreich so unfassbar mächtig machen mit einem Schlag. Wir haben jetzt zu viele diplomatische Beziehungen, aber egal. Mit Frankreich als Verbündeten sind wir bestens aufgestellt für die Zukunft. Vor allem, weil wir langfristig auch unbedingt gegen Österreich marschieren müssen. Die Österreicher werden einfach viel zu stark. Das können wir nicht zulassen. Franzosen machen gerade irgendwas bei uns im Reich. Wir schauen mal schnell. Gegen die ganzen kleinen Staaten plus Hessen. Das ist nicht so gut, weil das sind alle Staaten, die mich unterstützen in der Wahl des Kaisers. Noch. Aber wenn die es nicht mehr gibt, dann muss ich mir jemand Neuen suchen. Also eine Großmacht geworden. Nach 106 Jahren, um genau zu sein, sind wir endlich eine Großmacht. Schauen, wie lange das anhält. Wir sind nämlich nicht allzu stark vertreten. Okay, hier ist noch alles stabil. Der Krieg ist vorbei. Die haben auch die Schnauze bekommen. Aber ich weiß nicht mal, was Frankreich sich geholt hat, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht.
Ich mache aktuell so ein bisschen so böse Miene zu guten Spiel, weil wir machen einfach gar nichts. Das Ziel ist Österreich. Österreich muss bluten. Und je eher das passiert, desto besser. Und dafür müssen wir Kaiser werden. Da ist Kaiser, haben wir die Männer und die Reserven, um Österreich zu schlagen. Ohne das wird es relativ schwierig. Digga, er will Methusalem werden, oder was? Ältester Anführer aller Zeiten, oder was hier? Nerviges Ding. Kann denn das sein, dass er nicht stirbt? Österreich kotzt gerade bestimmt, wenn sie das hier sehen. Ich kann es richtig vorstellen, wir sehen ihren Palast hocken und so richtig... Diese Opfer, ey. Aber was bringt es mir am Ende des Tages, wenn der Typ nicht stirbt und ich dann direkt sterbe, wenn ich dann irgendwann mal an die Macht kommen sollte? Das macht es ja auch nicht viel besser. Österreich betrachtet Bayern als künftigen Untergebenen und wird nicht sofort zurückschrecken, das Land anzugreifen und die Vasalisierung zu erlangen. Ja, okay, okay. Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit dem Hass mir gegenüber. Wir haben jetzt inzwischen seit 81% und sind jetzt bei 86% Land. Ah, I love it. Vor allem 80% Regierungsformwachstum, das ist zwar echt relativ viel, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und jetzt müssen wir dann doch leider in die Forschung investieren, einmal komplett rein in das Ganze. Natürlich auch neue Kanönchen, dann nehmen wir in dem Fall die großen Kanonen. Übrigens nirgends mehr Autonomie, komplett autonomielos. Und können deswegen jetzt auch mal ganz entspannt überall drillen, weil es auch nirgends Aufständische gibt, keine Bauern, keine Rebellen. Alles super chillig gerade, recht komisch irgendwie. Natürlich darf ich auch nicht angreifen. Wir sind zu schwach, um was gegen die Österreicher und Co. zu unternehmen. Gegen den Rest will ich nichts machen, weil wir... Ihr seid was richtige Gauchos. Weil wir eigentlich Kaiser werden wollten. So viel dazu jetzt. Wer ist denn eigentlich der Böse? Mainzerische Unterdrückung der nassauerischen Ketzerei. Naja, ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Unterdrücken wir mal, hätte ich gesagt, wa? Und die nächste Regierungsform, das ist jetzt dann schon Stufe 7 von 10. Da ist nur die Frage, was machen wir denn heute? Also das ist nicht meins. Neue Welt ist auch nicht so wirklich unseres. Also ich schwanke jetzt zwischen Bürgerermächtigen, Handelseffizienz, Handelsfluss global, Loyalitätsgleichgewicht Bürger und Einfluss oder aber Wirtschaftstheorie, das uns einfach Produktionseffizienz bringt und Inflationsreduktion. Aber ich würde tatsächlich weiter auf die Loyalitätsgleichgewichte gehen. Einfach gucken, dass wir hier auch ein bisschen weiter nach oben kommen. So jetzt bei 56%. Das passt. Je mehr, desto besser. Denn wenn die zufrieden sind, das sind keine unbeträchtlichen Boni, die wir da bekommen. Trier würde uns übrigens auch schon fast unterstützen. Wir müssen einfach nur ein bisschen die Beziehung verbessern. Ein bisschen gut Eindruck machen. Tja, da endet der Krieg. Mainz sollte damit hoffentlich wissen, wer ihnen geholfen hat. Aber das wissen sie auch zu schätzen. Trier stimmt es auch für uns. Das stimmen eigentlich alle für uns, außer die beiden. Und Böhmen und Brandenburg, das wird sich leider nicht ändern lassen. Und wir sind Kaiser geworden. Und, okay, Österreich hat es irgendwie geschafft, groß und stark zu werden, also keine Ahnung. Aber wir sind jetzt Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Konvertieren gleich mal Urach. Und das gibt uns Missionen, nämlich Erben Karl des Großen. Diplomatische Reputation für 15 Jahre. Verteidigt das Reich. Weniger als eine Provinz im Reich ist unter der Kontrolle von Nicht-Mitgliedstaaten und oder Untertanen von Nicht-Mitgliedstaaten. Okay. Das ist, naja, gegen Frankreich. Tja, die haben es jetzt wirklich gewagt. Alles sich zu snacken. So, wir haben übrigens Rückeroberungskriegsgrund, das ist eigentlich super. Das kostet uns fast gar nichts. Und wir haben Unterstützung von Frankreich, Sachsen, Köln und Mainz würden uns auch unterstützen gegen Gebiete, die ich ihnen gerne geben würde. Und das wäre ein relativ großer Krieg. Aber ein Krieg, den wir auf alle Fälle gehen werden, aber noch nicht sofort. Erstmal brechen wir die Armeedrille ab. Warten nochmal kurz. Unser Armeelimit ist natürlich jetzt auch gestiegen. Wir werden quasi nochmal ein paar Truppen extra rekrutieren, logischerweise. Natürlich müssen wir nebenbei auch aufpassen, aber aktuell stimmen alle für uns. Wir bräuchten noch einen weiteren Kurfürsten. Würde auf alle Fälle niemanden aus der Nähe von Österreich selber nehmen. Lieber dann doch jemanden, der uns auch schon positiv gestimmt ist. Haben wir Mühlhausen genommen. Die haben auch eine relativ hübsche Lage. Und ja, schauen wir mal. Und damit, meine Freunde, erklären wir den Krieg gegen Österreich, die Rückeroberung unserer Kernprovinzen Budweis, Innviertel und Salzburg. Wir werden auch noch ein paar andere Gebiete holen, wir werden auch den anderen Köln und Mainz sowie Sachsen, oder Sachsen nicht, Köln und Mainz werden Gebiete bekommen auf alle Fälle. Die Pfalz wird uns nicht unterstützen,
weil die mit dem Feind verbündet sind. Das ist ihre Entscheidung. Und Mailand würde uns schon unterstützen. Da müssen wir nur ganz kurz hergehen und Kriegsvorbereitung auslösen. Und damit sollten die uns eigentlich auch unterstützen in dem Krieg jetzt. Jawohl. Macht's einfach nochmal ein bisschen besser. So. Genau, die rufen auch mit rein. So, jetzt sind wir auf alle Fälle doch um die 100.000 Gesamtstärke überlegen. Und ich habe den falschen Kriegsgrund ausgewählt. Egal. Nee, war der richtige. Okay, jetzt habe ich kurz Sorge gehabt. Nee, ist richtig. Und an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann in dem großen Rachekrieg gegen Österreich. Und mal gucken, was sonst noch alles passiert. Euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.